So, Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf der kleinen Seelheim hier im LS19. Ich habe da mal ein bisschen was besorgt, und zwar Düngepaletten. Ich habe erstmal nur 4 gekauft. Ich sehe gerade, die stehen jetzt nicht so bombastisch gut drauf. Ich habe mal im Shop ein bisschen nachgeluschert und habe dann die gefunden. Und ja, habe ich jetzt genommen. Die sind nicht ganz so günstig. Ich glaube, eine Palette kostet um die 4000 irgendwas. Sind aber auch 2100 Liter drin. Also ähnlich wie die anderen, glaube ich. Also es müsste 1 zu 1 dasselbe sein, nur halt Dünger und Saatgut. Das werden wir jetzt mal ein bisschen aufstapeln. Ich habe davon erstmal nur 4 Paletten genommen, weil ich glaube, dass wir Dünger erstmal nicht ganz so viel benötigen. Falls wir dann doch noch mal was brauchen, können wir ja eigentlich auch noch mal was nachkaufen. So, raus hier. Und ja, das ist eigentlich so der einzige Grund. Ich meine, ich habe jetzt für die ein bisschen über 8000 Euro hingelegt. Ist schon ganz schön teuer, ne? Muss man sagen. Aber Dünger ist ja allgemein teuer. Das muss man ja dann auch mal zugeben. So, jetzt müssen wir hier irgendwie reingewurschtelt kommen. Ich habe... Ach so, ja, muss ich euch noch erzählen. Das ist mir eigentlich schon fast ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Aber, ja, kann jedem passieren. Frage. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich wisst, das Richtige zu tun, aber es doch nicht das Richtige ist? Also, dass ihr eigentlich in dem Wissen seid, dass das alles genau richtig ist so, aber das alles komplett falsch läuft. Falls ihr das wisst, könnt ihr das ja auch gerne mal reinschreiben. Mir ist nämlich ein Fauxpas passiert, worauf mich der gute Flo hingewiesen hat, also der MV Gaming. Und zwar habe ich in der letzten Folge erzählt, dass wir ja gar keine Saatgut... keine Sämaschine haben, die direkt Saat hat. Das ist ja schon mal Quatsch. Ja? Unsere Sämaschine hat nämlich direkt Saat. Was mir, ja, weiß ich nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Also ich habe es eigentlich gewusst, aber irgendwie habe ich es verdrängt. Keine Ahnung wieso. Also, ne, um das nochmal klarzustellen, unsere Sämaschine hat direkt Saat. Jetzt habe ich natürlich die Scheibenegge gekauft, die werden wir aber erstmal behalten. Also die haben wir jetzt nicht umsonst gekauft. Das ist schon alles okay so. Wir haben nämlich noch ein bisschen Geld übrig. Ich habe jetzt alles mal durchgerechnet, was unseren Mähdrescher angehen wird. Also den Dominator würde ich mir ganz gerne kaufen. Erstmal. Und da habe ich einen drin, den kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Das ist ein Mod. Ich weiß gar nicht, ob das der ist aus dem Class DLC, weil ich habe so viele inzwischen drauf. Also die zwei hier hinten sind es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Ich weiß gar nicht, der ist das, glaube ich, ne? Aus dem DLC. Bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Und den hier, den würde ich ganz gerne kaufen. Der kostet nur 102.000 Euro. Schmale 197 PS. Also der ist nicht ganz so groß, aber der passt, finde ich, perfekt auf die Karte hier. Und, ja. Den werden wir uns holen. 102 mit Schneidwerk liegen wir nachher ein bisschen bei über 130.000. Das ist okay eigentlich, ne? Ne, wir können hier nicht stehen bleiben. Also ich finde, das ist okay. Das, ja, kann man mal machen. Und wie gesagt, dann ist noch ein bisschen Geld übrig, wenn wir uns die Wiese kaufen. Ey, andersrum, wenn wir uns das Grundstück kaufen, wo die Schafe drauf sind. Ich möchte ja diesmal mit Schafe anfangen. Dann hätten wir auch noch ein bisschen Geld übrig und deshalb werden wir uns auch noch eine Wiese kaufen. Weil ich von der großen Wiese würde ich eigentlich ganz gerne im ersten Schwung Silageballen machen. Und dass wir die dann noch verkaufen. Weil ein bisschen Reserve hätte ich schon noch ganz gerne an Geld nachher. Ja, das ist eigentlich so der Grund. Deswegen kaufen wir uns noch eine Wiese dazu. Ich werde euch auch gleich sagen, welche. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal genügend Geld ausgegeben. Wir werden heute, ich weiß gar nicht, ob das, ja doch, die Wiese müssen wir eigentlich schaffen zu düngen. Wir werden heute erstmal nur eine Wiese düngen. Oder vielleicht auch beide. Mal gucken. Weil
ich unsere Felder erst düngen möchte, wenn wir angesät haben. Wir haben, und das erzähle ich jetzt aber, glaube ich, richtig, wir haben mit der Sämaschine, die wir haben, keine Düngefunktion. Das heißt, ich möchte erst die Fahrgassen haben und dann können wir mal drüber reden, dass wir danach einmal rüber düngen. Ich finde das einfach besser. So, das passt. Das passt auch. 1400 Liter. Ja, geht so, ne? Wir stellen den mal noch nicht ganz so weit weg, den Glas. Da wir den vielleicht dann nochmal brauchen mit der Palette. Stellen das erstmal komplett hier rein, das Ganze. Passt das so? Ah, gut. Deshalb fahren wir jetzt zu unserer Wiese, werden die erstmal düngen. Habe ich den jetzt ausgemacht? Ja. Und, auf ihr passt. Und zwar ist hier ja unsere Schafweide nachher. Also die werden wir erst später kaufen. Aber ich möchte ganz gern schon mal die Wiese kaufen. Dass ich die halt komplett bewirtschaften kann. Das werden wir jetzt schon mal machen. 35.000 geht eigentlich, ne? So, jetzt haben wir noch 200.000. Wenn wir das vom Mähdrescher noch abziehen, dann haben wir noch ungefähr 50.000 nachher übrig. Das ist okay, aber ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Reserve. Weil wenn das alles klappt, ich weiß gar nicht, was die Schafe alles brauchen. Da muss ich nochmal reingucken. Ich habe mit Schafen ja noch gar nicht gespielt. Dann werden wir die Schafe wahrscheinlich sogar schon dieses Jahr holen. Ja, ich denke ja mal nicht, dass sie so anspruchsvoll sein werden. Bisschen Gras, bisschen Heu, bisschen Stroh vielleicht. Wie gesagt, also müssen wir mal gucken. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, das passt von der Arbeitsbreite. Na gut, der düngt auch ein bisschen mit rüber, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ja, dann werden wir jetzt unsere schöne große Wiese düngen. Und dann werde ich wahrscheinlich nachher vorspulen, weil wir können noch keinen Hafer ansehen. Wer sich noch dunkel daran erinnert, wollten wir auf zwei Feldern Hafer und auf einem Feld Sojabohnen. Das ist leider noch nicht so ganz von der Temperatur, wie ich mir das vorstelle. Das ist eh so ein bisschen spannend auf der Karte, finde ich. Warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe das letzte Folge. Ne, ich habe gestern habe ich einmal ganz kurz reingeguckt. Also jetzt ohne euch natürlich gestern. Und die Temperatur ist eh so ein bisschen interessant. Also wir haben minimale Temperatur, so bis Montag ist noch ganz schön, ja. Ne, also Mittwoch auch nochmal 5 Grad. Das ist jetzt auch nicht so ganz prickelnd, aber ich glaube, das sollten wir dann hinkriegen. Ne? Weil die Durchschnittstemperatur ist ja im Grunde genommen dann doch höher. Also ich werde 2 Tage vorspulen, weil morgen können wir auch noch nicht wirklich viel machen. Und dann werden wir ab Dienstag, müssen wir dann mal gucken, dass wir es dann wagen, anzusehen. Ja, und dann müssen wir mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Frisst aber ordentlich Dünger, ne? Meine Herren. Gut, hier war auch stickstofftechnisch war ja hier gar nichts mehr, ne? Also frisst er da ja doch ein bisschen mehr. Also ist das schon ganz gut, dass wir den Glas dann doch nicht gleich wieder weggeräumt haben, sondern dann können wir uns gleich noch eine Palette aufnehmen. Und da müssen wir mal sehen. Ja, frisst schon ganz schön viel. Aber na gut. Wenn es da nachher guten Ertrag gibt, will ich mich nicht beschweren, ne? Aber einmal Vorgewende rum und dann ist nicht mehr viel da. Also, gut, wir sind ja auch im fast komplett roten Bereich, ne? Das muss man dazu ja dann auch mal sehen. Ja, wie gesagt, dann spulen wir vor. Gucken dann mal, wo wir dann rauskommen. Und dann schauen wir mal. Ist ja eh so im ersten Jahr, wenn du da noch nicht Tiere hast und auch noch nicht besonders viele Felder, dann kannst du ja eh nicht so viel machen. Ne? Da musst du warten, bis die Felder reif sind. Also es, du spielst im ersten Jahr ja rein theoretisch, wenn du nichts hast, großartig, spielst du ja fast wie
ohne Season, ne? Du siehst halt an und wartest, bis das reif ist, verkaufst vielleicht noch ein paar Silageballen, aber sonst im Großen und Ganzen ist da nicht viel. So, jetzt müssten wir gleich leer sein. Ja, genau jetzt. Gut, dann fahren wir einmal fix zum Hof. Ist ja bloß gerade rüber. Einmal auffüllen. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht. Kann man das hier auch sehen? Ich glaube, ja, ne? Verkaufspreise. So für Wolle. Das würde mich mal interessieren, weil damit habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so beschäftigt. 1300. Ja, schon okay, ne? Gar nicht so schlecht. Hier die Schafweide. Hier ist doch alles. Sauberkeit, Wasser, Gras, Heu, Heu, Pellets. Wird das ja nicht viel. Also braucht er ja entweder Gras, Heu oder Heu, Pellets. Am einfachsten wäre ja Gras für uns, ne? Dann brauchen wir kein Heu machen. Womit wenden? Das ist ja schon relativ einfach dann gehalten, das Ganze, ne? Ich meine, ja gut, Schafe brauchen ja auch nicht viel. Da sind Kühe ja doch noch ein bisschen anspruchsvoller. Und ich glaube, am anspruchsvollsten sind die Schweine. Ich glaube, dass die da noch ein bisschen anspruchsvoller sind. Die brauchen ja richtig viel. Die brauchen richtig viel. So. Na, geh aus hier. Gut, dann füllen wir das Ganze nochmal auf. Liter haben wir noch. Kriegen wir den ja fast noch mal voll, wa? Ach, genau 50. So ganz noch nicht. Jetzt. Ist natürlich immer ein bisschen umständlich, weil ich jetzt immer wieder umsteigen muss. Aber ja, im Grunde genommen stört es mich gar nicht. Aber vielleicht sagt ihr da ja, immer dieses Hinher. So, perfekt. Mal gucken, vielleicht müssen wir den Düngestreuer noch mal ein bisschen vergrößern. Ich meine, die Felder sind ja jetzt nicht so weit weg vom Hof. Aber wenn die anderen auch so viel fressen an Dünger, also die anderen Felder, dann ja, müssen wir mal gucken, dass wir das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen umstrukturieren. Aber erstmal soll es, glaube ich, gehen. So, das sollte jetzt auch eigentlich für das Feld reichen hier. So, übrigens die Karte, wer das noch nicht weiß, die hat ein kleines Update gekriegt, also ist wirklich nicht groß gewesen. Irgendwas an einem Feld wurde geändert mit einem Baum und irgendwas war noch, also irgendwas wurde entfernt. Ich glaube Eier und Milch an irgendeinem Verkaufspunkt. Haben wir das jetzt auch nicht so genau durchgelesen. Also wirklich nicht großes, das waren ja zwei kleine Sachen. So, wir müssten dann wahrscheinlich noch mal gucken, ob wir dann auch später das Gras irgendwo einlagern können. Das wäre natürlich dann auch noch mal interessant, ne? Ansonsten müssen wir, ja, weiß nicht, Grasballen pressen oder sowas. Da gibt es ja auch Unterstände, dass wir das dann da unterpacken. Am einfachsten wäre natürlich loses Gras, ne? Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. So, gut, das hätten wir fertig. Wir sind auch mit der Folge fertig, sehe ich gerade. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ja, wäre ein ganz kleines Abo, würde ich mir auch freuen. Und
Ja, wie gesagt, ich spule mal, glaube ich, ein bisschen vor und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis dahin schon mal schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.